Hallo, ich grüße euch. Ich habe heute den Tag 2 das Video mal ein bisschen kürzen müssen, weil da war mir ein schlimmer Versprecher passiert. Und das ist ja alles live, was wir machen. Ne? Ja, viele haben sich gewundert, warum mache ich denn das hier mit dem 1 Euro? Das erschwert doch die Sache. Ich sage, irgendwie habt ihr noch nicht so richtig verstanden, was unser Problem ist. Unser aller Problem. Ich bin doch nicht dazu gekommen, um euch um Geld zu betteln. Ich bin dazu gekommen, um euren Scharfsinn und euren Widerstandswillen zu stärken. Weil der Widerstandswille ist ja ziemlich, ist ja leicht zu überwinden. Ne? Also mich mal ein bisschen PayPal und du mal eine Überweisung machen. Das Hauptproblem, was wir haben als Deutschen, ist, dass wir keinen Widerstandswillen haben. Also keinen festen, unbeugsamen Willen, sondern dass alles weich ist und dass alles easy geht. Und genau dieses easy gehen bewirkt, dass wir nicht in der Lage sind, uns gegen gewisse Entwicklungen zu stemmen. Und dass dieses Stemmen 30 Jahre oder 40 Jahre durchzuhalten und sich nicht verbiegen zu lassen. So, das Stählen des inneren Willens ist eigentlich das Wichtigste, was man braucht, wenn man auf einer langen Sache Erfolg haben will und ein Projekt, was eigentlich nicht geht, trotzdem durchzukriegen. Und da muss man seinen Willen trainieren. Es geht nicht um Geld. Es ist überhaupt keine Geldfrage. 5 € von jedem, der die Heimat liebt, ist nicht viel Geld. Es geht einzig und allein um den Willen zu stärken. Das unbedingt zu wollen, dann funktioniert das. Und dann dauert das auch eine, wie ich ausgerechnet habe. Ich habe heute mal ausgerechnet, wie lange es dauert, wenn man, ich will es mal zeigen. Ah, hier, genau. Also jetzt sind 4 € drin, das ist jetzt der dritte Tag. Also ich habe mal ausgerechnet, wenn man es genau nimmt, also genau vom 26. 0 Uhr errechnet, sind es 1,45 €. Und da würde man ungefähr 18.852 Jahre brauchen, um diese 10 Millionen für den Start-up zusammenzukriegen. So, das frustriert mich aber nicht, weil ich weiß, dass ich in der Sache richtig liege und dass ich genau das Problem erkannt habe, warum wir immer wieder scheitern. Weil wir immer wieder den gleichen Fehler machen. Wir machen Sachen immer wieder, wo wir wissen, dass sie nicht funktionieren. Und wir machen so eine Dünnbrettbohrerei. Und genau deswegen sind wir uns nicht einig, weil wir dann auch einen Erfolg haben. Ja, ich zeige mal was anderes. Ja, genau. Kennt ihr bestimmt. Ist ein schönes, lustiges Video. Film ich euch. Ich zeig's mal. Ich wollte es eigentlich letztes Mal schon machen, aber dann habe ich noch mal Das ist gefährlich. Ein Also. Pavian zum Beispiel verzehrt doch praktisch alles, was da kreucht und fleucht und was er unter Steinen finden kann. Wenn er aber auf eine Eierschlange stößt, fällt er ohnmächtig hin. Und würden Sie es für möglich halten? Er schaut nochmal unter den gleichen Stein. Tja, das ist genau das Problem von den Leuten, die meinen, dass man mit dem gelben Schein eine Gemeindegründung machen kann. Die gucken jedes Mal wieder unter diesen Stein. Das ist das Problem. So. Und das genau das Gleiche ist, wir können alle Probleme, die wir haben, nur mit PayPal und Überweisung lösen. Ne, können wir nicht. Genau an dem Tag, wo die Geldautomaten keine bunten Zettel mehr ausstellen, fällt unser ganzes Schutz- und Zusammenhaltsgefühl auseinander, weil wir das gar nicht trainiert haben. Der Asche, der das heute begriffen hat, der war halt da. Da hat man nie zu verstehen gegeben, dass er das wirklich verstanden hat. Aber ich habe es gefühlt, dass er es begriffen hat, worum es geht. Es geht darum, seinen Willen zu trainieren. Niemals zulassen, dass jemand anders den Willen manipuliert. Denn das, was in den Medien passiert, ist unseren Willen manipuliert. Man manipuliert nicht unsere Meinung, man manipuliert unseren Willen. Und der manipulierte Willen, der beugt sich einer anderen Meinung. Das ist das Problem, weshalb wir alle so Schlafschafe sind. Ich nehme mich jetzt aus, weil ich habe das Ding geblickt, da war ich noch, naja, 14 Jahre, weil ich wollte was durchsetzen, was nicht durchzusetzen ging. Wir hatten immer wieder gesagt, das geht nicht. Und ich habe es denen bewiesen, dass es geht. Indem ich einfach nicht davon abgerückt bin. Keine Minute und keine Stunde habe ich daran verschwendet, mir zu überlegen, ob ich es denn nicht lieber sein lassen will. Ich habe es durchgehalten. Deswegen sitze ich heute noch vor der Kamera. Ich würde heute nicht hier sitzen. Ich würde irgendeine Seifenoper gucken und mir und mich irgendwelchen Gedanken hingeben, mich in meinem Leid zerfressen. Dass wir es immer noch nicht geblickt haben, dass wir 100 Jahre lang immer noch einer Verwässerung erlauben. Ne, man muss etwas erkennen, was richtig ist, und das muss man bis zum Erfolg durchziehen.
Denn wenn man in der halben Strecke aufhört und plötzlich sagt, ach, wird vielleicht doch nicht klappen, dann wird die ganze Arbeit, die du bis jetzt gemacht hast, umsonst. Aber wenn du das durchziehst und die feste Überzeugung ist, dass das, was du machst, richtig ist, dann ist genau dann, wenn du damit aufhörst, machst du einen Fehler, machst du was falsch, weil du weißt ja, dass es richtig ist. Du hast die feste Überzeugung, dass es richtig ist. Ich glaube, dass es richtig ist, dass wir uns nicht länger belügen lassen sollten, weil das eine ganz andere Kette an falschen Schlussfolgerungen und Depressionen und Niedergeschlagenheit, schlechte Laune. Ich kann diese schlechte Laune bei vielen Deutschen einfach nicht mehr ertragen, weil mich selber zieht es runter. Deswegen stelle ich die Kiste auch nicht an. Ja? Wir brauchen eine Stärkung des Willens und eine Schärfung des unseren Verstandes, dass wir genau sehen, das ist gut, das ist schlecht. Und ich sage euch noch was. Gibt einen schönen Film, der nennt sich Karate Kid. Da ist ein alter Karatemeister und ein ganz junger Spund. Ja, vielleicht sind vielleicht zwischen 14 und 20, also ja, halbstark, würde man sagen. Ne? Und er will unbedingt eine Meisterschaft haben, weil er irgendwie von Born verkloppt wurde. Und der alte Meister hat nichts Besseres zu tun, als den sozusagen bei der Renovierung seiner Hütte einzusetzen. Da drückt er den so einen Schwamm in der Hand und da sollte er eine Fläche polieren. Auf der einen Seite auftragen, auf der anderen Seite polieren. Auftragen, polieren. Das macht er nur 2 Tage. Und da sagt er, wann komme ich denn mal in den Fight rein? Wann kann ich denn mal trainieren? Polieren, auftragen, polieren, auftragen, polieren. Und das geht nur ein paar Tage, bis er es begriffen hat und dann macht er eine ähnliche Sache weiter. So. Was hat er wirklich trainiert? Er hat seinen Willen gestärkt und hat die Muskeln trainiert. Hier und hier. Ohne das zu merken. Und das ist genau das Geheimnis. Deswegen tun nur alle Kampfsportler in erster Linie erstmal seinen Willen trainieren, nicht die Kräfte. Die Kräfte kommen dann, wenn man es immer wieder macht. Aber das Wichtigste bei einem Kampfsportler ist, den Willen zu trainieren, den Willen zu siegen, den Willen, die Strapazen des ständigen Trainings zu ertragen, ohne dabei Verbitterung zu spüren oder Niedergeschlagenheit. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis. So, und sobald man die Schwelle überwunden hat, das wissen alle, die Türsteher gemacht haben oder die im Bodybuilding wollen, das Wichtigste ist, seinen Willen zu stärken. Zu erkennen, das ist der richtige Kampfsportart für mich und ich brauche einen festen Willen, den niemand brechen kann. So, das ist der Weg, damit du in einer gewissen Disziplin eine Meisterschaft erreichen kannst. Ja, und jeder einfache Weg, sich mit irgendwelchen Aufputschmitteln oder irgendwelchen blöden Sit-ups sich einen Tag zu versauen, führt eben nicht dazu, dass du diese Kondition hast, die du am Ende brauchst, um diesen Kampf eben zu entscheiden. Ja. Jeder, der bei einer Schwierigkeit, die sich 10 Jahre lang nicht lösen geht, aufgibt, der ist nicht in der Lage, größere Projekte zu stemmen. Es geht einfach nicht, weil gewisse Dinge brauchen so lange. Gut, ich höre jetzt auf mit Reden. Ich gucke mir einfach an, was ja jeden Tag passiert. Ja. Ich habe hier auch so eine schöne Excel-Tabelle gemacht. Ich zeige es euch mal. Ja, da stehe ich drinnen. Ja, das ist also hier das Datum. Dann habe ich mir das hier ausgerechnet. Das ist hier eine Kurve. So, wir sind jetzt sozusagen, wenn man jetzt bei 0 Uhr anfängt, ist man hier bei 22:52 Uhr. Das ist der erste Euro. Und heute 18:11 Uhr kommen nochmal 3er dazu. So, dann haben wir so eine Kurve. So. Und ich gehe mal davon aus, wenn das jeder gerissen hat, ja, dann brauchen wir nicht diese 1858 Jahre, sondern einfach nur die Zeit zu begreifen, ey, 5 Euro lösen das, schicken wir hin. Oder wir packen alles in die Kiste, alle Euros dort rein und lassen ihn mal losfahren. Selbst wenn der vor 5 Euro mit dem Flixbus fahren muss, ist egal. Es entscheidend ist, dass man begriffen hat, wenn man wirklich etwas will, dass man alles dort reinstecken muss, um es erstmal zu erreichen. Egal, ob das Sinn macht oder nicht. Die ganze Poliererei macht alles momentan keinen Sinn. Aber wenn du es lange genug gemacht hast, hast du Übung. Das stärkt sich, der Wille stärkt sich. Und irgendwann kannst du das und das. Das ist das Geheimnis. So, und wenn wir fighten wollen, müssen wir Langmut haben und müssen wir einen eisernen Willen haben. Und das zusammen, das ist die richtige Mischung. So, und das ist das, was die alten Wikinger ausgezeichnet hat und das, was unser Volk mal ausgezeichnet hatte, was man kaputt gemacht hat, was man abtrainiert hat. Ein Willen, eine feste Überzeugung, dass ein friedliches Zusammenleben auf einem großen Stück Land nur deswegen funktioniert, weil alle der Meinung sind, das sind die Spielregeln, mit denen man gut miteinander auskommt.
Und dann kamen irgendwann mal andere Völker und haben gesagt, ja, der Sinn des Lebens ist Wachstum, ist Steigerung und Mehrwert und Steuererhöhung und so weiter. Und dann hat der ganze Dreck angefangen. Wenn wir einfach nur begreifen, was dem guten Zusammenleben dient und was uns eint und was uns mit einer guten Moral ausstattet und mit einem eisernen Willen, dann können wir alles erreichen. Wir könnten morgen alles ändern. Wir müssen es nur selber wollen. Wir müssen uns selber erstmal ändern. Wenn wir uns selber ändern und diesen Willen aufbringen, brauchen wir 4 Wochen. Dann können wir das Land komplett umkrempeln. Aber das müsste jeder begriffen haben. So, und am einfachsten ist, wenn man es selber begriffen hat, weil dann betrifft ihn der Rest nicht mehr. So, das ist die Message. So, jetzt zeige ich euch noch mal was. Mal gucken. Wie eben so das Abtrainieren geht. Da gibt es so einen lustigen Text, Test hier. Die deutsche Staatsbürgerschaft. Also, wisst ihr, ich bin ja auch alles zu haben. Ne? Und ich probiere das auch erstmal aus. Ich habe 19 von 20 Punkten erreicht. Warum bin ich wohl gescheitert? Ich habe nämlich eine Frage wirklich mal richtig beantwortet. Und die wurde in einem Test falsch beantwortet. Nämlich, wie ist der Bund gegliedert? Und viele haben natürlich schon angekreuzt, na, Bund, Kommunen, Länder und so weiter. Nö, ist es nicht. Unser Land gehört nämlich nicht zum Bund. Das weiß es bloß noch nicht. Aber wir haben 4 Besatzungszonen, immer noch. Und das ist genau die 19. von 20 Fragen. Deswegen kann ich nur 95% erreichen. Aber ich bin wirklich stolz darauf, dass ich das so gelöst habe. So, das ist der eiserne Wille, gewisse Dinge nicht zu akzeptieren, die nicht stimmen. Nächste. Ja, das haben wir schon. Haben wir auch schon. Gut, dann machen wir erstmal Schluss für heute und ich mache dann später nochmal ein Video. Ich muss erstmal noch ein bisschen was schreiben für unsere Scheine, die wir abgegeben haben. Und da bin ich nochmal dran erinnert worden an unsere Feedback-Geschichte. Und da sollte ich noch ein paar Fragen beantworten. Das machen wir jetzt noch. Mal sehen, ob das jetzt so geht. Ja, dauert einen Moment, weil ich muss jetzt erstmal starten, weil ich habe es vor uns gerade zugeklickt. Da gehe ich mal davon aus, dass das gleich startet. Ja, also die erste Frage, die weiß ich noch auswendig. Da haben mich viele gefragt, ist es denn die Reihenfolge, die da in dem Wiki genannt ist, also wiki.dora.nordpolheinrichwilhelm.net, ob die egal ist oder ob man das einfach, dass es nur erledigt sein muss. Nee, die Reihenfolge ist nicht egal. Also da steht drinne, dass man erstmal am ersten Tag diese Datenauskunft braucht. Ne? Das heißt, ihr macht erstmal einen Snapshot von dem, was momentan vorliegt. Weil ihr wollt ja was beweisen. Ihr wollt beweisen, dass ihr einen Antrag gestellt habt und dass ihr den nicht bewilligt habt. So. Weil dieses ganze System darauf aufgebaut ist, euch euren Willen zu brechen. Nämlich den Willen, aus dem System auszusteigen. Indem ihr euch den Antrag zum Beispiel nicht abnimmt, obwohl sie es müssen. Und dann tut ihr euch die Unterschrift nicht geben, obwohl ihr die braucht. Und dann müsst ihr euch was einfallen lassen, wie ihr dazu kommt. Und deswegen haben wir das entwickelt, dass ihr es kriegt. Und zwar genau so, dass wenn die dem nicht nachkommen, sich strafbar machen. Und genau dann könnt ihr dort reinhauen. Mit einer Klage, mit einer Beschwerde, durch massenhaftes Auflaufen, durch Demonstration. Ich habe euch ja gesagt, wie ihr diesen Willen des Systems brechen könnt. Ihr müsst nur mit der richtigen Fahne demonstrieren. Aber wenn es die Leute nicht begreifen, es einfach nicht machen, weil sie denken, ich liege falsch, aber ihr habt es auch nicht probiert. Wenn ihr mal eine Demo komplett mit Bundesflaggen besticken würdet, so 20.000 ziehen mit der Bundesflagge durch Dresden, ist das Panik. Ja, weil dann das System sagt, oh scheiße, die haben rausgefunden, wie der Staat heißt. Und wir müssen jetzt die Kasse glattstellen. Die können die Kasse nicht glattstellen, deswegen geben sie euch die Scheine nicht. Das ist der Grund, das ist alles. Wenn die Kasse glattstellen würden, würden da alle mitspielen wollen. Alle Politiker wollen in einem neuen System mitspielen. Aber die wollen die Scheiße nicht bezahlen, die sie angefangen haben. Und da machen wir aber nicht mit. Wer den Mist eingerührt hat, soll ihn auslöffeln. Außer die Leute, die sagen, naja, ich hab's nicht gewusst. Ich hab nicht gewusst, dass ich gar kein Beamter bin. Ich hab nicht gewusst, dass ich die hätte entlassen müssen in der Bundesstaatsangehörigkeit. Ich hab's nicht gewusst. Aber sobald der Zettel da liegt und dort alles erklärt ist, genau in dem Moment wissen sie es. Und wenn sie es dann immer noch machen, dann dürfen sie auch dafür gerade stehen. Und das ist meine Überzeugung. Und diesen Willen lasse ich mir auch nicht ausreden. So. Ihr könnt eine andere Meinung haben. Ihr könnt damit Erfolg haben oder auch nicht. Probiert es aus. So. Jetzt machen wir weiter. Also, genau, gut. Am nächsten, also wenn ihr die Datenauskunft habt, habt ihr erstmal eine Grundlage, auf dessen, wo ihr eure Beweisführung aufbauen könnt. Dann schickt ihr im Prinzip das Fax los. Weil ein Fax geht ein
mit dem Sendebericht. So. Aber der Mitarbeiter hat es noch nicht. Es geht unten beim Pförtner ein und dann trägt das irgendwann am Tag, spätestens aber am nächsten Tag früh, weil das ist nämlich seine Aufgabe. Er muss an den Posteingang dann mal hochschaffen. Das ist der Arbeit auf dem T-Shirt, weil nach dem Gesetz geht es spätestens am nächsten Tag ein. Also wenn das am Mittwoch im Briefkasten lag, hast du es am Donnerstag gekriegt. So ist halt die gesetzliche Regelung. So, das heißt, der Bearbeiter hat das früh, wenn's losgeht. Und genau in dem Moment kommst du mit dem Original um die Ecke und gibst das ab. Wir werden das Ding noch einmal ein kleines bisschen ändern und zwar immer noch einen weiteren Punkt hinzufügen, dass wir den Zeuge noch mit verankern in dem Dokument. Der nämlich genau dann unterschreibt, wenn der Mitarbeiter die Unterschrift auf der Annahme von dem Schreiben verweigert. Genau in dem Moment hängt der Mitarbeiter drinnen in der Geschichte. So, und deswegen werden wir morgen das Ding noch mal ein bisschen modifizieren. Und wenn ihr die Bestätigung nicht kriegt, dass es gekriegt haben und das Ausweis ab ist, dann nehmt ihr die neue Version, die wir dann heute Abend vielleicht auch noch bauen, mal sehen. Und dann habt ihr einen Straftatbestand geschaffen. So. Also, wird gefaxt, dann wartet ihr genau einen Tag, gebt es erst am Folgetag ab. Und wenn eben Mittwoch zu ist, gebt es einen Donnerstag ab. Es kommt nicht auf den Tag an. Aber von dem Tag der Abgabe zählt ihr die 14 Tage ab. Und dann zieht er eine neue Datenauskunft, weil in dieser Zeit muss der Mitarbeiter euren Personalstatus inaktiv setzen. Inaktiv heißt, ihr seid nicht in der Stadtsimulation BRD mehr drin. Solange das irgendwo in irgendeiner Stadt aktiv ist, seid ihr in der Stadtsimulation nach eurem eigenen oder euch angedichteten Willen, weil ihr euren Willen nicht gestellt habt, aktiv. Ja. Und ich habe erklärt, ich will das nicht. Ja? Ich wohne hier. Ich heiz hier Gewohnheitsrecht, aber ich bin ne, wohnhaft, ich bin ein freier Mann. Und ich lasse mich von dem System nicht versklaven. Und das mache ich jedem Meldemitarbeiter klar. Ansonsten gibt es Strafanzeige. So. Und ich lasse mir nicht einreden, dass die BRD ein Rechtsstaat ist. Ist es nicht. EuGH hat entschieden, dass es nicht so ist. Wir haben aufgrund der Zusammenarbeit zwischen organisierten Verbrechen und Bundesregierung seit 1929 einen faschistoiden, freimaurerischen Staat an der Backe. So, seit 1929, seit Valentinstag, ist in der ganzen Welt einheitlich. Mussten die alle in die Freimaurerei eintreten. Die Kleinganoven, die Glücksspieler und die Bordellbesitzer. Und deswegen haben wir ja die ganzen Skandale. Ich mache dann noch ein Video, was hier noch rankommt. Momentan sind die Infokrieger ja am Jagen. Weil, ich will es mal ankündigen, die suchen eine Ursache, weshalb in Deutschland jährlich 1000 Kinder wegkommen und getötet werden. Das ist fast eine feste Größe. Und es gibt dafür eine Ursache. Wir haben ja nur schon seit 20 Jahren sind wir an dem Phänomen dran. Also alles, was wir hören, sammeln wir und sortieren wir. Aber wir haben den Beweis noch nicht. Aber es gibt einen Hinweis drauf. Weil es gibt nämlich zwei Sekten, die genau das brauchen. Das ist die Freimaurerei, bestimmte Abarten der Freimaurerei und bestimmte Abarten des Bohemian Groove, die an kleinen Kindern, am Töten von kleinen Kindern interessiert sind. So, dann muss man sich nur mal angucken, wer denn überhaupt mal zu irgendeinem Fest war. Das ist eine kleine Aufgabe für Google, einer komplizierten oder einfachen Suchfunktion und da kommt man relativ schnell an die Namen ran. Genau an dieser Nummer sind die Infokrieger jetzt dran. Ja, weil die haben was gesucht, dann kam was komisch, dann haben die weiter gesucht, dann haben die nochmal nachgewaschen, dann haben die nochmal gesucht und so weiter. Und so findet man, wenn man den festen Willen hat, dass man dieses Problem, dieses Dauerverbrechen lösen will, kommt man der Sache immer näher und kreist das immer weiter ein. So, und mit diesem unerschütterlichen Willen hat man auch Erfolg. So, ich bin in der Sache nicht drin, weil ich habe nun mal die Aufgabe dieses Projektes. Ja? Aber genau mit dieser Feinfühligkeit und dieser Ausdauer muss man es betreiben, sonst funktioniert es nicht. So, jetzt gucken wir mal in unsere Feedbacks rein. Und dann haben wir ja die Frage, wird meine selbstgeschriebene Willenserklärung unwirksam? Also, es gibt eine Reihe Leute, die haben eine Willenserklärung nach der UN-Resolution gemacht. Also die UN ist die Feinstaatenorganisation gegen das Kaiserreich. So, die haben sich halt zusammengetan, weil die waren sich nicht darüber einig, weil dann nur die Kriegsschuld vom Ersten Weltkrieg zu tragen hat. So, und da haben sie eine Schuldenunion gemacht und die nennt sich dann irgendwie UN. Also die UN wird aufgelöst, wenn es einen Friedensvertrag gibt. Es ist also kein Wächter der Tugenden, sondern das ist,
Der Zusammenschluss derer, die den Ersten Weltkrieg weiterführen wollen, weil der Kaiser gesagt hat, ohne mich wird der Krieg nicht beendet. Und deswegen funktioniert auch eine verfassungsgebende Versammlung nicht. Ja? Jedes andere Land der Welt könnte eine verfassungsgebende Versammlung machen und könnte sozusagen eine neue Verfassung machen, eine neue Staatsgründung. In Deutschland funktioniert es nicht, weil der Staatskaiserreich ist und der Kaiser gesagt hat, ich beende diesen Krieg. Das hat er aus gutem Grund gemacht, weil er weiß, wie die Zusammenhänge und wie die Schuldverhältnisse in Europa zusammenhängen. So, derjenige, der das lösen könnte, wäre noch ein direkt vom Volk gewählter Verweser. Der wäre in der Lage, einen Friedensvertrag auszuhandeln mit den 58 Pleitefeindstaaten und niemand anders. So. Und deswegen funktioniert eine verfassungsgebende Versammlung nicht, weil die nicht in den Rang des Verwesers kommt. So, und die Truppenteile von der verfassungsgebenden Versammlung verstehen es nicht. Die versuchen mich täglich in ihren Scheiß Teamspeak reinzuziehen und ich habe denen jedes Mal gesagt, nein, begreifst du eigentlich mal, es funktioniert nicht damit. Es funktioniert nur mit einer Verweserwahl, aufgrund des kaiserlichen Erlasses. Der hat immer Priorität, weil das ist der Staatsvertreter. So, also, gelber Schein, Rotz, verfassungsgebende Versammlung, Rotz, kalte Aktivierung ist Rotz, macht da einfach mal das Naheliegende. Wahlkommission gründen, Wahldokumente prüfen, siegeln, wählen gehen, Verweserwahl. Das ist die Marschrichtung. Und wenn er das macht, könnt ihr in den Rang, könnt ihr einen bestimmen, wo ihr der Meinung seid, der hat das Ding, um das durchzuziehen bis zum Ende. Und genau der Mann, der muss den Friedensvertrag aushandeln mit den 58 Feindstaaten. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Da kann die platthauen, indem er dort Krieg macht. Oder er kann sagen, ich knöpfe jeden von den Feindstaaten 10% ab, aber ich lasse alle leben. Alle am Wirtschaftskreislauf teilnehmen, ohne EU-Schuldenunion, ohne große Finanzkrise. Aber wehe, die machen Mist, verschwören sich oder machen irgendwelchen Rotz. Dann zahlen sie die Reparation, die offen ist. So, und mit den 10%, wenn das Land 10 Jahre mal die 10% abgeführt hat, sind immer noch weniger, wie sie an die EU-Steuern zahlen würden, können wir die Kriegsschuld vom Ersten und Zweiten Weltkrieg erstmal tilgen. Weil, wer hat denn angefangen? Es ist ein Angriff auf das österreich-ungarische Kronprinzenpaar oder so gewesen, ne, wenn ich es noch richtig weiß. Sarajevo? Genau. Und der Zweite Weltkrieg ist der Überfall in die Ostgebiete. Deutschland als Schuldiger? Sicherlich nicht reingewaschen, ne, wie der Andreas Popper mal gesagt hat, also will den Dreck noch gleichmäßig verteilen. Also es hatte alle irgendeine Schuld. Und es gibt keine Frage, dass Deutschland auch Kriegsverbrechen begangen hat. Ne? Ist so. Aber es ist nicht so, dass wir die Bösen waren. Das ist auch so. So. Und das muss man aber erstmal verstehen und aufarbeiten und wissen. So. Dass die Wahrheit in irgendwelchen Archiven lauert, da haben wir nicht den geringsten Zweifel. Aber momentan hat man eben keine Lust, die verschiedenen mal zu öffnen, weil dann würde sich der Dreck wirklich gleichmäßig verteilen. Ja? Das ist der Punkt. So, gut, nächste Geschichte. Was haben wir noch? Abdankung des Kaisers. Hat man in einer Mail geschrieben, na, der Kaiser hat ja erst am 28.11. abgedankt. Ist aber uninteressant. Weil der Putsch gegen den Kaiser begann, als er sich sozusagen gegen ihn verschworen haben und haben Max von Baden eingesetzt. Und das war am 28.10.1918. Und er, Max von Baden, ist ohne Verweserwahl in dieses Amt gekommen. So. Also das heißt, sie haben ein Staatsoberhaupt ins Amt gehievt, ohne die Regularien für die Verweserwahl einzuhalten. So. Also das, was auch Bundesregierung macht. Die Bundesregierung hat nie eine Verweserwahl gemacht und spielt sich oft zum Verweser, um Gesetze zu ändern. Kann demzufolge keine staatliche Legitimation haben. Deswegen betreibt sie eine Staatssimulation. Deswegen lässt sie euch nicht aus dem Personalstatut raus. Weil dann rauskommt, dass sie was gemacht haben, was sie nicht dürfen. Nämlich Gesetze ändern. So. Und die Gesetze des Kaisers wollen sie nicht erfüllen, weil sie andere politische Anschauungen haben. Sie wollen das Deutsche, den deutschen Willen brechen. Das ist genauso unmöglich, wie ihr euch dagegen wehrt. Und ja, wenn das aber nicht zum Erfolg führen, und die SPD hat noch nie einen Erfolg eingefahren, die haben immer nur Verluste verduscht. So. Und seit 100 Jahren tun die versuchen, das Volk in Ruin zu treiben. Und die Verluste, die sie dabei erleiden, die verduschen sie, und das stellen sie als Erfolg dar. Das ist das Geschäftsmodell der SPD. Und wer die immer noch wählt, der hat immer noch nicht begriffen, dass das noch 100 Jahre so weitergeht, wenn die so weitermachen. Die CDU ist aber auch nicht besser, weil die behaupten sich als christliche Partei, sind aber gar keine christliche Partei, weil es gibt gar keinen Christen, denn ein Christ würde sofort schreien, rausrennen aus der Partei. So, guckst du die Freien Demokraten an.
Was ist denn an der Partei frei? Das ist das politische Organ der Freimaurerei. Das ist daran frei. So, das steht in dem Buch Freimaurerei von Gerd Hulwurz, heißt er, glaube ich, Dr. Hulwurz, genau. Der hat es untersucht und hat es festgestellt. Was haben wir noch? Haben die Linken. Die Linken ist eine Abart des Kommunismus. Der Kommunismus ist eine Unterorganisation der Freimaurerei. Bist du wieder in dem gleichen Verein? So, was haben wir noch? Grüne. Grüne ist Ökofaschismus. Also Leuten einen Klimawandel aufschwatzen, der in keinem Diagramm zu sehen ist, der einfach nur zusammengelogen ist, dass sich die Eskimos inzwischen Arsch abfrieren, dass es so kalt ist da oben, und sich vor Schnee nicht retten können, interessiert die alles nicht, weil die alle die Wahrheit ausblenden. Aber uns eine CO2-Steuer auf die Ohren drücken, wo jeder Baum drüber lachen würde, weil der CO2 produziert und nicht Sauerstoff. So, und diesen Fehler der Wissenschaft ist man nicht bereit zu korrigieren. Das ist der Punkt. Was haben wir noch, verlustige Parteien? AfD. AfD ist genauso schon Mist, weil sie haben sich nun mal entschieden, an Wahlbetrug teilzunehmen. In Chemnitz haben sie es gemacht, in Sachsen haben sie es gemacht und in Thüringen gemacht. Haben Wahlprotokolle gefälscht und haben offensichtliche Fehler im Melderegister einfach durchlaufen lassen. So, und da kann sich hinstellen, Höcke oder Beatrix von Storch, ist mir egal. Wenn die am Wahlbetrug teilnehmen, sind sie Parteien wählbar. Wenn sie wirklich das machen wollen, was in ihrem Parteiprogramm steht, dann müssten sie das mal beim Landtag anhaken. Wie kann denn der sechste Landtag den fünften entlasten? Das geht gar nicht. Der fünfte muss sagen, nee, die Wahl war nicht ordentlich, wir müssen das nochmal wiederholen. Der sechste tut er über seine eigene Entscheidung bestimmen. Das darf er gar nicht. Jemand, der von einer Entscheidung profitiert, kann an der Entscheidung nicht teilhaben. Das ist ein ganz grundlegendes Prinzip der Zivilprozessordnung. Deswegen muss sich ein Richter, der befangen ist, aus dem Prozess zurückziehen. Deswegen muss der durch einen anderen ersetzt werden, der mit dem Fall nichts zu tun hat. Und da wir aber in Sachsen zu empfangen, da bis in die Justiz reicht, wird das nämlich regelmäßig gebrochen. Wir haben so einen Fall jetzt in Elsnitz, wo Richter befangen sind, weil der Rechtsanwalt und der Richter zusammen Sportskameraden sind. Und gesagt haben, wir tun mal hier in dem Prozess so, als wäre das nicht so. Und haben einfach eine Gerichtsverhandlung gemacht. Und haben den Streitwert manipuliert und versuchen jetzt, jemanden fertig zu machen damit, indem sie den Streitwert nach dem Verfahren wieder künstlich erhöhen. Das ist der Sumpf, der hier ist. So. Und die Generalstaatsanwaltschaft in Dresden hat es mitgemacht. Die haben nämlich auch alle beide Ohren zugedrückt. Und erzählen mir, dass ich falsch liege. Ich weiß genau, wie Befangenheit aussieht und wie die Befangenheit entsteht. Nämlich durch die Freimaurerorganisation, in deren Richter und Rechtsanwälte drin sind. Und das ist der Krebsschaden von diesem Land. Weil sie alle dort drinnen sind. Weil 98, es gibt eine Erhebung, die ist schon 10 Jahre alt. Vor 10 Jahren hat man festgestellt, ey Scheiße, es sind 98% aller Staatsangestellten und Rechtsanwälte und Richter in der freimaurerischen Organisation. Entschuldigung, da kommt schon das Essen hoch. So übel ist das. Damit kann man kein Land regieren, weil sie alle untereinander befangen sind. Keiner einen normalen, vernünftigen Gedanken mehr fassen kann, weil sie alle zuerst ihre Loge bedienen, anstatt dem Land zu dienen. Das ist das Problem. Und alle anderen Probleme hängen davon ab. So, und wer das nicht begreift und wer dann immer noch mitmachen muss und den gelben Schein macht, der genau in den Versailler Vertrag einführt, da muss doch mal einer aufstehen und sagen, du tust doch genau dasselbe machen wie die ganzen anderen Sklaventreiber. Wir brauchen das nicht. So, das müsst ihr begreifen. Und wenn ihr das begreift, dann wisst ihr auch, warum ich gesagt habe, ich will nur 1 Euro haben. Ich will sehen, dass der Mann geblickt hat, wo ich hin will. So, und dann will ich in die Augen gucken, dann will ich genau sehen, wo der tickt. Und dann sehe ich, ob der bei der Sache ist oder ob der heimlich was anderes macht. Da habe ich einen sehr geschulten Blick. So, nur wisst ihr, warum die Sache mit 1 Euro läuft und nicht mit Überweisung und PayPal. Ich hoffe, ich muss die Frage nur noch ein zweites Mal beantworten. So, ich wünsche euch eine gute Nacht, denkt drüber nach und stärkt euren Willen. Das ist alles, was ihr machen müsst. Nur den Willen stärken. Und dann einfach diesen Willen machen. Und sich von nichts abhalten lassen. Von nichts und niemand. Dann funktioniert das. Ganz einfach. Das ist es.